Hallo. Hallo! Da sind wir wieder zum Kindergottesdienst. Ja, schön, dass wir da sind und wir starten gleich mit unseren Kerzen. Ich zünde die erste Kerze an. Wir feiern unseren Kindergottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Papas. Genau. Und dann singen wir: Vater unser im Himmel, dir gehört unser Leben, wir loben dich. Vater unser im Himmel, dir gehört unser Leben, wir loben dich. Und wir feiern unseren Kindergottesdienst im Namen Jesu. Und der Liebe. Ja, einer großen Liebe, von der werden wir in den nächsten Wochen noch viel hören. Jesus Christ, unser Retter. Jesus Christ, unser Retter. Feiern unseren Kindergottesdienst im Namen des Heiligen Geistes. Der es gut mit uns meint. Heiliger Geist, unser Tröster. Heiliger Geist, unser Tröster. Unser Kindergottesdienst steht unter dem Thema Auf dem Weg in schwerer Zeit. In schwerer Zeit. Ja, und Jesus war in schwerer Zeit unterwegs. Wir haben letztes Mal, kannst du dich noch erinnern, was wir letztes Mal gemacht haben? Da haben wir von dem wichtigsten Gebot in der Bibel gehört. Von der Liebe, dass man sich selber lieb haben muss und Gott lieb haben muss. Und andere lieb haben soll. Genau, und das steht wie ein Thema über all den Erzählungen, die jetzt in dieser Zeit bis Ostern kommen. Und heute erfahren wir von einer Begegnung, die Jesus mit einer Frau hatte. Und die hat auf ganz besondere Weise ihm gezeigt, wie sehr sie ihn lieb hat. Oder wie sehr sie auch Gott lieb hat. Zumindest hat Jesus das auch so verstanden. Genau, darum geht es heute. Aber wir stimmen uns noch mal ein mit einem Lied, was ihr auch schon gut kennt. Du bist da, wo Menschen leben. Und dann bei der zweiten Strophe, du bist da, wo Menschen lieben. Und bei der dritten Strophe, du bist da, wo Menschen hoffen. Weil Jesus genau dann immer dabei ist, wie auch in dieser Geschichte, von der wir gleich hören werden. Du bist da, wo Menschen leben. Du bist da, wo Leben ist. Mal an, wie Jesus da ist, wo Menschen lieben und hoffen. Viele Tage war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Sie waren nach Jerusalem gekommen, so wie viele andere Menschen auch. Dort wollten sie gemeinsam das Passafest feiern. Eines der größten Feste im Jahr für die Juden. Den letzten Abend vor dem Fest verbrachten sie in einem Dorf mit Namen Bethanien, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Hier wohnte Simon,
Er wurde der Aussätzige genannt. Aber Aussatz hatte er jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr. Er war ein Freund von Jesus und seinen Jüngern. Deshalb waren sie bei ihm sehr willkommen. Es herrschte gute Stimmung. Die Jünger erzählten, was sie alles erlebt hatten und genossen das Essen und die Gemeinschaft. Aber die Jünger waren nicht nur fröhlich, denn am Tag davor hatte Jesus gesagt, ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passafest ist. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert und gekreuzigt werden. Ja, sie machten sich Sorgen und verstanden das nicht richtig. Was hatte das zu bedeuten? Dachte Jesus etwa, dass er sterben würde? Warum? Sie waren mitten so schön beieinander, als plötzlich die Tür aufging und eine Frau hereinkam. Die Jünger schauten verwundert auf. Wer war denn das? Sie schauten einander an, aber niemand kannte die Frau. Die Frau schaute sich gar nicht groß um. Sie schien weder die Jünger noch das Essen zu sehen. Sie hatte nur Augen für Jesus. Sie sagte kein Wort. Sie ging zu Jesus hin. In ihren Händen trug sie ein kleines Fläschchen mit kostbarem Ölgefäß, ein kostbares Ölgefäß. Sie öffnete es und goss das Öl über den Kopf von Jesus. Ein guter Geruch breitete sich im Zimmer aus. Die Jünger trauten ihren Augen nicht. Was machte die Frau da bloß? Sie wurden ganz unruhig, manche sogar wütend. Das war doch teures Öl. Warum goss die Frau das einfach so über Jesus drüber? Was bildete sie sich denn ein? Und warum ließ Jesus sie das einfach so machen? Störte es ihn denn gar nicht? Die Jünger fingen an, mit der Frau zu schimpfen. Was für eine kostbare Salbe! Wie konntest du sie einfach so verschwenden? Warum hast du das gemacht? Das Öl hättest du doch teurer verkaufen können. Das Geld hättest du besser den Armen gegeben, wenn du es nicht selbst brauchst. Und überhaupt, was fällt dir ein, hier einfach so reinzuplatzen und Jesus zu stören? Wir haben dich nicht eingeladen. Die Jünger regten sich schrecklich auf. Die Frau wurde ganz unsicher und wäre am liebsten davongelaufen. Doch dann fing Jesus an zu reden. Und er sagte zu den Jüngern, warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie wollte mir etwas Gutes tun und mir ihre Liebe und Dankbarkeit zeigen. Das hat mir gut getan. Und sie hat mich mit dem Öl vorbereitet auf das, was kommt. Denn ich werde bald sterben. Die Armen, die habt ihr immer bei euch. Aber mich, ihr habt mich bald nicht mehr bei euch. An das, was diese Frau heute für mich getan hat, wird man sich überall in der Welt erinnern und sich davon erzählen. Da wurden die Jünger ganz still. Vielleicht schämten sie sich. Vielleicht wunderten sie sich. Vielleicht waren sie auch erschrocken darüber, dass Jesus schon wieder darüber sprach, dass er sterben würde. Die Frau ging dann weg. Aber so fröhlich wie vorher wurde der Abend danach nicht mehr. Na, Freddy, was sagst du zu der Geschichte? Eine komische Geschichte. Warum? Was findest du denn komisch? Die Frau wollte doch was Gutes tun und dann wurde sie nur ausgeschimpft. Ja, das kennst du? Ja, manchmal schon. Ich habe mal Blumen gepflückt für meine Mama und habe die der geschenkt. Und dann wurde ich aber ausgeschimpft, weil die halt aus dem Vorgarten von jemand anderem waren. Aber ich wollte nur meiner Mama Blumen schenken. Du wolltest ihr eine Freude machen? Ja. Und sie hat nur gesehen, dass du der Nachbarin was weggenommen hast. Ja, das ist so. Manchmal machen gerade Kinder... denken sich was Liebes, Schönes aus und wir Erwachsenen sehen das gar nicht, wie lieb das eigentlich gemeint ist. Mhm. So, auch diese Frau, die hat was Liebes tun wollen für Jesus
Und die Jünger haben auch nur gesehen, wie viel Geld sie dafür ausgegeben hat oder verschwendet hat. Und dass das auch ein bisschen peinlich war, guck mal, da reinzukommen. Die haben sich sozusagen geschämt für die Frau und dass sie da gestört waren in ihrem Fest und Ähnliches. Ja, und sie wollte was Liebes tun. Und Jesus hat das sehr wohl gesehen, dass das was Liebes war und hat gesagt, jetzt haltet euch mal zurück. Die Frau hat das richtig gemacht und alle werden noch davon erzählen, wir ja heute auch. Obwohl das schon so lange her ist. Ja, wenn wir einen Liebesdienst tun, wird nicht immer bemerkt, dass das wirklich aus Liebe heraus geschieht. Aber Jesus hat gesagt, macht das trotzdem. Und auch wenn es vielleicht verschwenderisch ist, wenn ihr eure ganze Kraft dafür hingebt und wenn ihr euch richtig einsetzt, so wird es auch ankommen. Ne? Bei ihm ist es angekommen. Und so sollen wir uns auch für andere einsetzen. Auch wenn kluge Leute dann den Kopf schütteln und sagen, das ist aber dumm oder das ist verschwenderisch. Wir dürfen uns verschwenden für andere. Jesus hat das auch getan, davon werden wir in der nächsten Zeit auch hören. Er hat sich selbst hingegeben, verschwendet, damit wir seine Liebe sehen können. Ja? Ja. Es gibt ein Lied, das heißt, ins Wasser fällt ein Stein. Hast du das schon mal gesungen? Ja. Worum geht's denn da, weißt du das? Das ist auch was, wenn man was ganz Kleines macht, das dann große Wellen schlägt. Genau, und auch gerade bei Liebe ist das so. Man muss nur eine kleine liebevolle Tat tun, das kann ganz viel Auswirkung haben und kann vor allen Dingen andere anstecken, das genauso zu machen. Mal gucken, wir singen zumindest mal die erste Strophe. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da rein. Da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Genau, auch wieder die Liebe, die weiter wirkt und mehr wird. Ne? Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und zusammen ein Gebet sprechen und dann das Vaterunser und unseren Segen erbitten. Guter Gott, da war damals eine Frau, die Jesus gesalbt hat. Sie hat Jesus damit für seinen Weg gestärkt, ohne es zu wissen, und ihm einen großen Liebesdienst erwiesen. Lieber Gott, wir bitten dich, hilf du uns Menschen, einander beizustehen, wo wir uns begegnen. Stärke du uns, damit wir für Menschen da sein können, die in Not und Bedrängnis sind. Schenke uns den Mut, mit unserer Liebe verschwenderisch umzugehen und lass solche Liebe Menschen erfahren, die sie dringend brauchen. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Freude leuchte auf unseren Wegen. Der Herr segne uns und behüte uns. In seine Hände können wir alles legen. Amen. Amen. Gott, dein guter Segen. Ja. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, ich bitte dich, schütze und bewahre mich, lass mich unter deinen Segen leben und ihn weitergeben. Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, denn der Weg ist weit. Ja, da sind wir schon wieder zu Ende. Nächste Woche beginnen die Osterferien, es ist aber auch Palmsonntag. Und damit beginnt die eigentliche Karwoche, so nennt man das. Und das ist eine traurige Woche. Kar kommt auch von Weinen, Klagen. Und in dieser Woche denken wir vor allen Dingen an die Zeit, in der es Jesus besonders schlecht ging und was er da alles erlebt hat und was er da noch gesagt hat. Wir werden auch einen Kindergottesdienst hier machen. Der ist ein bisschen länger, wo man die verschiedenen Stationen, was Jesus erlebt hat, auch sehen kann. Wir sehen so ein kleines Theater dann wieder. Und das könnt ihr euch dann irgendwann in der Woche angucken. Und ihr könnt mal auf die Homepage des Joki Familienhauses oder der Johanneskirchengemeinde gucken. Wir haben dann auch eine Bastelidee für euch, die ihr dazu basteln könnt. Aber alles ab nächsten Sonntag, 11 Uhr, ab dem Palmsonntag, gehen wir zusammen in die Karwoche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.